Ihr Lieben, willkommen im besten Deutschland aller Zeiten. Ich habe jetzt hier gar keine Büttenrede gehört und bin gerade ein bisschen stinkig, weil mir gesagt wurde, ich muss unbedingt reimen. Meine Rede war fertig, aber jetzt kommt die Büttenrede in Reimform. Scheich Christian schickte mir einen Reiter, eine Büt zu schreiben, so ging es nicht weiter im besten Deutschland aller Zeiten. So kam ich denn aus fernen Weiden des Harzes schönem Regenschatten. Auch uns bezeichnet man als Ratten. Ich dachte mir so, ab in die Kutsche, bevor ich in den Trübsinn rutsche, und fand ein Musketiergewand, das ich auch wirklich passend fand. Denn einer für alle und alle für einen, vom Kind zum Greis vergessen wir keinen. Und auf der Reise durch die Gegend, da sah ich dann das ganze Elend. Ein wandelnder Altkleidcontainer, eine Frittenbude auf zwei Beinen, sitzt in Berlin im Irrenhaus und von uns Menschen kennt sie keinen. Die Durchschnittsrente weiß sie nicht. Es wären schließlich auch nicht ihre Sachen, recht hat sie. Und auch wenn die Birne hohl, beim Fressgelage lässt sie's krachen. Es gibt nicht so viel mehr zu sagen aus ihrer grünen, dummen Welt. Doch, vielleicht könnt jemand mal erforschen, wie sich so lebt als Zwölf-Mann-Zelt. Auf meinem Ritt als Musketierin durch schöne, weite deutsche Land ereilte mich so manche Nachricht, auch die vom schönen Nordseestrand. Da sei der Weltbestfeministin im Ausland freilich nicht im Lande. Das Volk zahlt ihr Visagisten Unmassengeld, es ist eine Schande. Die Falten können sie ihr nehmen, frisch zaubern ihre Knittrigkeit. Nur Würde nicht, die braucht Charakter, sie kommt nicht von Erbärmlichkeit. Doch nun sei sie so ganz tief bohrend am Strand gesichtet worden. Das Stromproblem will sie dort lösen. Es gibt ja so viel Watt im Norden. Dort sah man auch Prinz Mimimi, der weinend auf der Fähre stand. Die rechten Bauern machten dicht als Waffe böses Flatterband. Man hörte ihn nach Mutti rufen, den kleinen grünen Heimathasser. Doch niemand wollte ihm wohl helfen, dem deutschen Steuergeldverprasser. Und auf dem Weg zurück zur Insel kam ihm der Traum vom deutschen Wald. Dann wird er eben den vernichten mit Windkraftparks, und zwar ganz bald. Doch unsere Bauern, Schnauze voll, durchschauten seinen miesen Schwindel. Seitdem läuft er von Angst gelähmt mit Dünnschisshaufen in der Windel. Auch Küchenschaben hätten Chancen, denn mit Gehirn kommst du nicht weiter. Und so erklomm ein Blödheitsbeispiel die glitschige Karriereleiter. Man sah sie dann im Staats-TV, wo sie von Netzverstopfung quatschte. Atomstrom sei der böse Feind und für die Wirtschaft eine Klatsche. Das Einzige, was man sich dachte, als man diesen Schwachsinn hörte, das war: Gott, erbarme dich, Fortpflanzungsstopp für solch Gestörte! Und vor den Toren unserer Hauptstadt, da hörte ich Alaaf, Helau. Da stand so ein rot belippter Kerl, der sah fast aus wie eine Frau. Und in der Hand, ganz kalt verschrumpelt, da hielt es einen großen Besen. Drum fragte ich ganz ahnungslos: Was machst denn hier, du ekeliges Wesen?
Ich sammle die Hülsen der Gewehrmunition. Die bringe ich zu den Waffenschmieden. Sie werden in die Ukraine geschickt. Man braucht sie dort für unseren Frieden. Verdiene viel Geld, das braucht keiner wissen. So habe ich schon immer die Leute beschissen. Doch dann erreichte mich frohe Kunde direkt von den Volksverrätern in Berlin. Denn dieses Maschinengewehrgesicht, das ließe man nun weiterziehen. Nach Brüssel wird sie jetzt geschickt, denn in Berlin, da will man sie nicht. Und ziehen musste ich so schreiben, denn deportieren sagt man ja nicht. Erstaunt hört ich dann die Geschichte, dass Mielkes Zwillingsschwester lebe und in gewohntem Bürgerhass sie durch den Bundestag nun schwebe. So sah ich dann auf meinem Wege einen Platz, da wurde ein Podest errichtet. Es war eine staatliche Kundgebung, Thema: Wer uns kritisiert, der wird vernichtet. Und überall standen schon Sekt und Gläser und siegesbesoffen, bunte Armbinde um. Da stand gnatzig lächelnd die Fancy Naser. In Stasi-Manier schaute sie sich um. Und dann taumelte sie einen Schritt zu weit und fiel von der Bühne. Ah, tat mir das leid. Und weiterhin basteln sie hohe Leitern, denn sie wollen nach oben mit Doppelwumms. Was sie wohl vergessen in all dem Wahn, je höher hinauf, desto tiefer der Plumps. Doch Beweislastumkehr sei Fancys Traum. Hass predigen, auch gern die Wahrheitsleugnung, besonders viel und intensiv feilt sie an freier Meinungsbeugung. Da flössen fette Schweigegelder, bezahlt ganz klar vom kleinen Mann. Doch alle finden sie zum Kotzen. Hackfressen nennt sie, bleib doch auf deine Macht nicht dran. Und so kurz vorm Ziel bei Sangerhausen erzählte mir ein altes Weib, er wäre unlängst dort gewesen, Herr von und zu Vergesslichkeit. Und einer der Personenschützer hat dann geredet, frank und frei, vom blauen Aug im letzten Sommer der Joggingunfalllügerei. Denn was in Wirklichkeit geschah, sei so skurril und doch auch harsch. Bei dem Versuch, den Kopf zu ziehen aus Bidens Präsidentenarsch, blieb an der Hämorrhoide hängen, der kleine ignorante Wicht. Das sorgte für die Augenklappe in seinem dämlichen Gesicht. So wurde die Reise sehr beschwerlich, meist für mein Herz und auch die Seele. Und Montag hörte ich dann noch, man wollt ich mich durch Reime quäle. Versucht hab ich's und wünscht ihr mögt es, doch noch viel mehr wünsch ich von Herzen, dass alle wir zusammenstehen, um diese Drecksbrut auszumerzen. Schau in den Saal ich hier, in diese wunderbare Runde. Da möchte ich rausschreien es als super frohe Kunde. Hier sitzen Deutschlands Patrioten, in Berlin nur kriminelle Vollidioten. Sie opfern unser Vaterland, zerstören unsere tiefen Bande. Doch wir stehen weiter Hand in Hand, bekämpfen diese Riesenschande. Sie werden sich nicht mehr lange halten.
dieses korrupte Drecksgeschwader. Verzeiht mir, ja, Lachen ist gesund. Doch fließt mein Ahnenblut durch meine Adern. Deswegen ihr zum Ende nun meine gequälte Seele spricht. Sie findet lang schon kein Geruh. Nur wegen euch sieht sie noch Licht. Die nächsten Redner warten schon. Dann werden wir auch wieder lachen. Verzeiht die letzten Worte mir. Denkt an die Schmunzler. Lasst es krachen. Wir stehen gemeinsam hier vereint. Mit Hoffnung, Chancen. So viel Mut. Wir tragen uns durch alle Härten. Mit uns wird Deutschland wieder gut.